Was willst du? Ich bin in Frieden gekommen, um die Freilassung von Tandy auszuhandeln. Ja, warum nicht? Albert will wenigstens einmal jetzt schaffen, ohne Blutvergießen sie rauszukommen. Na gut, was bietest du mir für ihre Freilassung an? Ich stelle eine Bedrohung dar, die du nicht einmal verstehst. Willst du es wirklich riskieren, dass ich wütend werde? Das klingt genauso, wie sich Albert gerade fühlt. Es würde deiner ewigen Seele gut tun. Nein, hier. Ha, aus irgendeinem Grund glaube ich dir. Ich erlaube es dir, das Mädchen mitzunehmen, aber komm nur dann zurück, wenn du unseren Zorn erregen willst. Ja. Hallo? Die schmeißt sie aber schnell an mich ran. Lass uns von hier verschwinden. Ja, okay, das wird wohl eher daran liegen, dass sie so schnell angelaufen kommt. Tandy? Tandy? Hast du was in deiner Zelle vergessen? Zum Geier? Oh, sie hat den Hinterausgang genommen. Ja gut, dann ab zurück nach Shady Sands. Denke ich, hoffe ich mal. Und das war wirklich einfach. Also ja, die Raider müssten so oder so ausgelöscht werden, damit die umliegenden Städte es ein bisschen sicherer haben. Aber das können wir auch machen, wenn keine Geisel in der Nähe ist. So. Hast du was zu deinem Lover zu sagen, der dich nicht gerettet hat? Wir alle hier danken dir, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Was? Das war's, danke. Lang. Wer ist der Vater, ja glücklicher seine Tochter zu sehen? Hallo, ich bringe hier jemanden mit. Für deinen Mut und deine Tapferkeit stehe ich tief in deiner Schuld, Wanderer. Deine Belohnung. Danke. Sicherlich. Was möchtest du wissen? Nichts mehr. Mein Freund, möge das Wasser, das du in der Wüste findest, dich nachts nicht blenden. Ja, okay. Tandy, willst du mitkommen? Hier sind die Leute sehr komisch und es ist tierisch langweilig. Du müsstest allerdings eine Rüstung anziehen. Wenn du das machst wie ihn, dann bist du tot. Hi! Ich hatte Angst, dass du weg bist und ich dir nicht mehr dafür danken kann, dass du mich gerettet hast. Oh, das war toll! Action, Abenteuer! Wenn ich etwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Vielleicht könntest du ein paar Fragen haben? Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Schon okay. Gut, es ist Heimat und so. Aber es ist so fad. Ich will die Welt sehen. Wenn es langweilig ist, warum kommst du denn mit? Nicht mit? Ich? Weg? Schön wär's. Ich weiß zu wenig, um allein zu gehen. Keiner will mit und mein Vater sagt, er kriegt einen Herzanfall, wenn was passiert. Ja, also, zu dumm. Vielen Dank. Fremde sind nur selten hier und ich höre gern neue Ja, das war deine einzige Chance. Nicht wirklich. Wir gehen einfach. Töten wir jetzt die Raider? Ja, tun wir. Also, um die Umgebung sicherer zu machen. Ne? Hatten wir ja schon mal. So, du. Oh, das sind viele Raider. Gut. Es wird vielleicht doch ein Ticken zäher, als ich gedacht hatte. Und ich hätte vielleicht doch tagsüber ankommen sollen. Gott sei Dank sind die meisten mit Nahkampfwaffen beschäftigt, bewaffnet. Zack, zack. Gut. Dead Meat kümmern sich nicht mehr drum. Dog Meat. Wir haben zu viele Menschen umgebracht. Ich kann schon nicht mehr ordentlich sprechen. Weg. So, Kampf beenden. Nein, ich wollte eigentlich nur nachladen. So, einmal die Zelte durchgehen, dann das Hauptgebäude. Oh, harter Kerl, was? Nur hart, Rüstung. Kerl ist ein bisschen weich.
Der Hund starrt nur rum und macht gar nichts. Ist vielleicht ein bisschen irritiert davon, dass... Ja, was hier vorgeht. Au. Kopf. Ah, wir hören was im Haus. Schnelles Getrappel. Klapp. Viel Getrappel. Und da tauchen schon die ersten auf. Und der Hund mischt sich ein. Das heißt, jetzt geht's los. Jetzt kommt der ganze Rest. Nom, 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 nom. Genau. Du Kopf. Nächste Runde nachladen. Du hast versagt. Würde ich so nicht sagen. Der hat schon ziemlich viele Leute auf dem Gewissen. Wahrscheinlich mehr als du. Achso. Mhm. Da kommt wohl der Anführer mit der Eisenrüstung, huh? Gut, dass eine Augenrüstung. Dass eine Eisenrüstung nicht bei den Augen schützt. Menno. Braucht definitiv ein Käffchen nach diesem Massaker. So, du schießt nicht meinen Hund kaputt. Oh, guter Schlag. Ja, Tito. Hältst gut was aus. Aber komisch, dass deine Kollegen dir nicht helfen wollen. Das würde mir jetzt ein wenig zu denken geben. Hoho. Ah, ist jemand stinkig. Ja, wir werden eh nicht sehr viel tragen können. Nehmen wir mal hier und da ein bisschen was mit. Das meiste hiervon wird eh nicht so super wertvoll sein, weil es halt nur Raider sind, aber das passt schon. So, ihr seid keine Raider. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, gern. Oh, da war ja noch einer im Raum. Du solltest nicht schreiend auf die Raider zulaufen, du solltest schreiend vor denen weglaufen. Nicht daneben schießen, nicht daneben schießen, nicht daneben schießen, nicht daneben schießen. Gut. Bitte aufhören, ich schieße nicht auf euch. Und Ian ist nicht mehr da, der aus Versehen einen von euch erschießen könnte. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Ah, Speere gegen Plastik-Keramik-Panzerung. Macht das Hey! Ich hätte nichts für meine Panzerung sagen sollen, ne? Ja, jetzt kann ich nicht schießen. Okay. Ich lebe. Nicht mehr lange. Benutzt ein Stimpack? Ernsthaft? Boah. Auge. Schön Stimpacks. Und da will einer fliehen. Nein, das geht nicht. So. Und kaputt. So. Das könnte schon gewesen sein. Sind hier noch irgendwelche Leute in den Zellen? Abgeschlossen. Warum ist die Zelle abgeschlossen, wenn keiner drin ist? Gucken wir kurz. Ne. So, du bist immer noch glücklich, dass wir dich gerettet haben? Ja. Oh. Ja, Deckel nehmen wir mit. Den Rest nicht wirklich. Ist Dynamit? Ne, kein Platz, okay. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir nicht mit. Joa. Das war unsere gute Tat für Molotow-Cocktails. Das war unsere gute Tag für heute. Gute Tat für heute. Und die Umgebung ist halt sicherer. Das heißt, als nächstes kümmern wir uns im positiven Sinne um den Dog. Das hier war Junktown. Wo war der Dog? In Junktown, ne? Ja. Also wir gehen nach Junktown. Gehen zu diesem Dog Morbid. Und es kommt jetzt Ratten.
Nee, weißt du was? Ich will nicht gegen Ratten kämpfen. Ich will einfach nur weg. Nicht gegen Ratten kämpfen. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Lauf. So. Also, wir gehen zum Doc. Wir gehen runter in seinen Keller, von dem wir wissen, dass er da ist und was im Keller ist. Und werden dann diesen kleinen Wüchsigen da niedermähen müssen. Weil sonst hat er nicht mit sich reden lassen. Was? Nein, das war der. Das ist der Vault. Vault 15. GG Junktown. Da hinten. Oh, weia. Ist ja fast direkt beim Hub gewesen. Ja, okay. Also wir laufen ein wenig zickzack und gehen dann nach Junktown. Oh, Großratten. So. Mhm. Zack, zack und Dogmeat macht den anderen. Ah, das ist jetzt sehr peinlich. Dogmeat macht den anderen. Gott, 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 weg hier. Bevor das noch irgendjemand sieht. Dahin und weiter nach Junktown. Wir sollten definitiv noch mehr Bücher kaufen. Viel mehr Bücher. Wir werden viel zu häufig überfallen von irgendwelchen Kleinkram. So, Junktown. Wir würden gerne zum Eingang die Waffe wegstecken. Und den Doc suchen, der hier irgendwo in der Nähe war. Richtig. Da. Und dann suchen wir Beweise und gehen damit zur Polizei im Hub. So. Dein Boss hat mich runtergeschickt. Deshalb bin ich hier. Leguan-Mann Bob hat dich geschickt. Er glücklich viel gutes Fleisch. Ja, nee. Ich mach das da einfach mal auf. Tut mir leid. Ich mach das da einfach auf. Okay. Gefüllt mit Organen. Das hilft mir jetzt nicht so wirklich weiter. Ich brauche Beweise. Irgendwas. Ja. Das nehme ich nicht mit, das Fleisch. Aha, abgeschlossen. Das ist gut. Okay, vorher vielleicht ein Level up, um noch mehr Öffnen zu steigern. Und dann gucken wir da rein. So, ein Perk. Mehr Bewegung, ein Meisterhändler, nein. Nachtsicht klingt gut. Redegewand. Ja, Redegewand hat uns bisher nicht so wirklich viel geholfen. Schnelle Reaktion, Taschenkünstler. Tierfreund könnte fast helfen gegen die ganzen Ratten, dass sie uns nicht mehr behelligen, aber nein. Du hast gelernt, deine Ausrüstung besser zu verstauen. Mit jedem Level brauchst du einen Aktionspunkt weniger, um im Kampf auf das Inventar zugreifen zu müssen. Mache ich öfters, aber meistens, wenn ich das mache, kann ich eh nicht mehr schießen. Die Fähigkeit, Ziele auf größere Entfernung zu treffen, pro Level erhältst du 2 extra Punkte für deine Wahrnehmung, um Distanzänderungen ermitteln zu können. Wir haben schon ziemlich viel Wahrnehmung. Mal 7. Ja, das klingt schon mal gut. Dunkelheit wird verringert, klingt allerdings auch gut. Pro Level erhältst du 2 Aktionspunkte gratis, wenn du an der Reihe bist, die du nur für Bewegungen nutzen kannst. Das klingt sogar sehr gut. Heiler? Nö. Aus. Ja, ich habe mich verklickt und bin jetzt Ausweichkünstler.
Mit diesem Bonus wird es unwahrscheinlich, dass du im Kampf getroffen wirst. Bei jedem Level erhältst du zusätzlich zu deinem Bonus für die gerade getragene Rüstung 5%. Also gibt schlimmere, die ich aus Versehen hätte klicken können, aber trotzdem war das nicht gut. Das sollte man nicht mit Doppelklick machen. So, öffnen, 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 öffnen. Öffnen. Und öffnen. Du schaffst es nicht, das Schrankschloss zu öffnen. Während du am Schloss bastelst, aktivierst du die Verriegelung. Dieses Schloss kann nun nicht mehr geöffnet werden. Schloss klemmt. Nicht ernsthaft. Wir haben den kleinen Mann jetzt umsonst umgebracht. Habe ich noch Sprengstoff. Eine Minute. So, Problem. Dog Meat, komm mal her. Komm mal hier unten hin. Unten hin. Unten hin. Ja, sollte reichen. Und bleib hier, bei Fuß. Ich sagte bei Fuß. Ja, ist okay. Hoffen wir mal, dass das jetzt was wirkt. Du solltest übrigens die Ohren zuhalten und den Mund aufmachen. Weil wir sind in einem engen Raum und da geht gleich eine Explosionsladung hoch. Was den Doc ein wenig irritieren dürfte. Aber der dürfte eigentlich eh irritiert sein, weil wir hier runtergegangen sind, schon seit einer ganzen Weile nicht wieder hochkommen und weil ein Schuss gefallen ist. Abgeschlossen. Ja, geht also leider immer noch nicht. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, da ranzukommen. Wir haben also nicht die Möglichkeit, dem Doc anzuklagen quasi. Was zum Geier? Hund beißt gerade die Leiter runter und dem Dog in den Kopf. Gut, wir schießen derweil auf die Wachen. Du machst das schon, Hündchen. Ja. Er schießt seinen Kumpel. Wir schießen ihn. So. Hallo, Dog. Geh weg. Nein. Vielleicht finden wir ja auf ihm Beweise. Und wenn nicht, zerstückelt er wenigstens keine Menschen mehr. Ach, Schnickschnack. Zeig mir. Nee. Werkzeug und Erste-Hilfe-Koffer. Das ist nicht wirklich ausschlagkräftig. Schade, schade. Aber trotzdem haben wir dafür gesorgt, dass noch ein Monster weniger in der Nähe ist. Und nur noch wir rumlaufen. Ja, Steine. Super. Dafür hat die Stadt allerdings keinen Arzt mehr. Was ist jetzt schlimmer, einen Arzt zu haben, der Menschen zerschlachtet und dafür sorgt, dass andere Menschen unwissentlich zu Kannibalen werden? Oder gar keinen Arzt zu haben, falls irgendjemand krank wird? Fragen über Fragen, die sich Albert nicht stellen wird. Und wir gehen jetzt zum Hub und töten die Deathclaw, würde ich sagen. Ja, ja, klingt gut. Und wir haben ja einigermaßen was an Erfahrung gesammelt, um jetzt ein wenig zäher zu sein und es dann auch hoffentlich schaffen.